um Astrid Emde anzukündigen, die uns jetzt etwas über ein paar weitere Funktionen im MapBender 3 erzählen wird, nämlich etwas zu Datenerfassung und zu den verschiedenen Arten von Suche, die da möglich sind. Bitte. Ja. Danke, Tomasz Blaschetti, für die einführenden Worte und herzlich willkommen hier zum letzten Block in diesem letzten Vortrag hier im Vortragsblock. Die letzten FOSGIS, die ich hier war, habe ich immer eine Einführung in MapBender 3 gehalten. Dieses Jahr habe ich gedacht, Mensch, jetzt wäre es ja mal an der Zeit, auch ein bisschen spezieller mal Funktionalität vorzustellen. Wer jetzt vielleicht enttäuscht ist und lieber eine Einführung möchte, der kann sicherlich bei den Videos der letzten Jahre da mal nachschauen. Da gibt es sicherlich einige Einführungen. Es wird trotzdem nicht langweilig, hoffe ich, und wird auch noch für die Einsteiger in MapBender etwas bieten. Kurz eine Info zu mir. Mein Name ist Astrid Emde. Ich bin schon sehr lange im MapBender-Projekt tätig, habe da schon verschiedene Versionen miterlebt, bin Teil vom Developer-Team, vom Steering-Committee und bin vor allen Dingen in der Konzeption, dem Testing, Dokumentation und Release-Erstellung tätig. Ich arbeite bei der Ware Group in Bonn. Da sind einige Kollegen hier vorne auch mit im Raum. Wir machen den Großteil der MapBender 3-Entwicklung in Bonn. Und wer da Unterstützung braucht, kann gerne auf uns zukommen. Hier sieht man auch noch ein paar Anwendungen, die bei uns im Hause gebaut werden. Wir haben vornehmlich mit Geoportal-Anwendungen zu tun und würden sie aber in diesem ganzen Prozess von ihren Daten ins Web begleiten und haben da verschiedene Lösungen. Wir haben auch den Meldemax bei uns im Repertoire. Das ist eine MapBender 3-Anwendung, die auch hier schon auf der FOSGIS in den letzten Jahren vorgestellt wurde, oder den Metador, und bieten Consulting und Schulungen und mehr an. Ja, für die, die MapBender noch nicht kennen und vielleicht die ganze Zeit hier in diesem Blog gesessen haben, das ist jetzt kein Produkt, was vielleicht für Entwickler so interessant ist, weil die wollen Code schreiben, die wollen kompilieren, die wollen da Funktionen selber erstellen. MapBender richtet sich vor allen Dingen an Anwender, die keine Zeile Code schreiben möchten und die gerne ein Geoportal erstellen möchten und dabei nicht im Code Anpassungen machen wollen, sondern über ein Administrations-Backend Anwendungen aufbauen wollen und so Anwendungen für verschiedene Benutzergruppen oder verschiedene User zur Verfügung stellen möchten. Diese Anwendungen können wir individuell zusammenstellen, einerseits individuell von der Funktionalität und andererseits aber auch individuell von den Themen, die wir anbieten. Dabei werden die Anwendungen mit Kartendiensten gefüllt. Jetzt aber zu dem heutigen Thema Suchen und Datenerfassung mit MapBender 3. Das sind Themen, die man natürlich bei so einem Geoportal auch gerne mit dabei haben möchte. Ich will nicht nur Karten anzeigen, sondern ich möchte auch, dass die Leute eine Straßensuche, Flurstückssuche, Eigentümersuche da vielleicht Funktionalität nutzen können. Und es ist so, dass wir MapBender 3 ein Baukastensystem haben und hier haben wir in unserem Baukasten drei Elemente, sagen wir dazu, die wir nutzen können, um Suchen zu generieren. Die habe ich hier mal aufgelistet, die schauen wir jetzt uns nach und nach an. Das erste Element ist der Search Router, der ist SQL-basiert, mit dem können wir per SQL direkt auf Daten zugreifen, auf Tabellen oder Views zugreifen und können unsere Suchen generieren. Wir haben ein Simple Search Element, das greift auf einen Solar-Dienst zu und kann Suchen über Solar bereitstellen. Und hier in diesem Themenblock Suchen habe ich auch den Digitizer aufgeführt. Das ist ein Element zur Datenerfassung und dieses Element kann ich aber auch so reduzieren, dass ich es als Suche nutze. Also wenn ich die ganze Erfassungsfunktionalität ausblende, dann habe ich damit quasi auch eine Suche. Schauen wir uns mal an, wie dieser Search Router als erstes funktioniert. Ich habe jetzt hier aus Gütersloh mal die Bebauungsplananwendung einen Screenshot gemacht. Da sehen wir hier in dieser Seitenleiste, in diesem seitlichen Bereich, den Search Router. Ich habe hier ein Texteingabefeld. Ich kann mehrere Sucheingabefelder definieren. Die können auch in Beziehung stehen, sodass, wenn ich jetzt vielleicht eine Gemeinde habe, nur die Straßen der Gemeinde dann auch hier aufgeführt werden. Ich habe die Möglichkeit, über Autocomplete dann eine Vorschlagsliste zu bekommen der Straßen, die hier mit AU oder auf dem beginnen, und kann dann in dieser Vorauswahl entsprechend meine Straße auswählen. Ich bekomme eine Trefferanzeige. Alle Treffer von meiner Suche werden hier in der Karte angezeigt. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Ich glaube, hier sieht man so Kreise ohne Füllung und der Treffer, den ich hier gerade in dem Suchformular
angeklickt habe, der wird hier jetzt noch hervorgehoben und besonders markiert. Die Trefferliste kann ich auch direkt in den Druck exportieren. So eine Suche kann ich nicht nur für Punkte generieren, sondern ich kann auch auf meinen Linienobjekten oder Flächenobjekten meine Suchen aufbauen. Jetzt schauen wir mal hinter die Kulissen. Also als Vorwarnung, ich schaue jetzt öfters mal hinter die Kulissen. Für die, die MapBender 3 schon kennen, die wollen natürlich wissen, wie das Ganze konfiguriert wird. Und das ist jetzt so ein typisches Element von MapBender 3 mit seinen Konfigurationsmöglichkeiten. Jedes Element hat da andere Parameter, die gesetzt werden müssen. Und bei dem Search Router ist es so, dass wir einen Titel vergeben. Wir sagen dann, was ist das Target, also in welches Objekt soll später gesprungen werden. Also in der Karte wollen wir nachher das Objekt anzeigen lassen. Wir möchten... Ja, diese Parameter überspringe ich mal, die nächsten vier. Das Wichtige ist hier dieser untere Bereich. Ich kann hier ein bis viele Suchen generieren und habe hier einen Titel, den ich für meine Suche dann definieren muss und habe hier im YAML-Syntax dann die Möglichkeit, meine Verbindungsparameter anzugeben. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, was ich aus der Dokumentation übernommen habe. Zu jedem Element gibt es eine Dokumentation, wo wir auch schon anhand von Beispieltabellen ganz einfach versuchen, dieses Element Ihnen näher zu bringen. Da sehen wir, müssen wir eine Datenbankverbindung definieren. Wir können dann sagen, in welcher Tabelle befinden sich die Objekte, in der ich suchen möchte. Und dann sagen wir hier, welche Spalten sollen zum Suchen verwendet werden. Wo befindet sich die Geometriespalte? Und dann gibt es zwei Bereiche. Einerseits definiere ich das Formular mit meinen Suchfeldern. Da habe ich jetzt in diesem Fall nur eins. Und dann definiere ich den Ergebnisbereich und sage hier, gib mir diese Spalte-ID und Ortsname entsprechend als Ergebnis aus. Und so kann man sich vorstellen, könnte ich diverse Suchen definieren. Ich könnte das Formular auch komplexer machen. Ich kann hier auch Auswahlboxen definieren und könnte so für den Anwender ganz einfache Suchen ganz leicht generieren. Hier nochmal zusammengefasst, was dieser Search Router bietet. Eine Autovervollständigung, ich kann Felder verknüpfen, dieses Beispiel von eben, Gemarkungen und Straßen vielleicht, sodass es Abhängigkeiten gibt. Ich kann Treffer nur einmal ausgeben, das wäre, wenn ich eine Tabelle hätte mit Hausnummern, dann will ich natürlich nicht so oft bei diesem Autocomplete dann die Straße angeboten bekommen, wie Hausnummern vorliegen. Da kann ich so einen Distinct anwenden und ich könnte die Anzahl der Treffer noch mit ausgeben. Die Doku habe ich hier auch nochmal verlinkt. Wer das jetzt mal ausprobieren möchte, kriegt anhand von Beispieldaten da ganz gut den Einstieg. Das nächste Element, um eine Suche zu bauen, ist Simple Search für den Einsatz von einem Solar-Dienst oder die Kommunikation mit einem Solar-Dienst. Damit kann ich eine Einfeldsuche generieren, die ich auch in dieser Seitenleiste platzieren kann oder auch oben vielleicht in der Toolbar, sagen wir dazu. Hier sehen wir mal die Platzierung in der Toolbar. Das ist bei Metropole Ruhr. Da werden diverse Luftbilder angeboten. Da kann ich mich erstmal zu meiner Adresse hin navigieren lassen und habe hier entsprechend dieses Simple Search Element in Aktion. Auch hier, da habe ich gar keinen Blick hinter die Kulissen. Aber da ist es so, da gibt es auch eine Konfiguration im Backend für dieses Element. Da muss ich die Adresse zu meinem Solar-Dienst angeben und entsprechend wird der MapBender dann immer, wenn ich hier was eingebe, mit diesem Dienst kommunizieren und die Treffer dann entsprechend hier anzeigen. Ich habe auch so ein paar Neuerungen hier mit eingebaut, die noch nicht jetzt in der aktuellen Version vorliegen. Die aktuelle Version ist die 3.0.5.3 und jetzt in Bolsena, da waren ein paar Entwickler von uns bei dem OSGEO Code Sprint. Da haben wir auch mal das TS Search ausprobiert, was wir gestern auch beim PostNAS Anwendertreffen gesehen haben. Und da haben wir auch mal eine neue Funktionalität ausprobiert, dass wir die Suche vielleicht auch hier mit über so eine Fulltext-Suche dann vielleicht erweitern wollen und da einen schnellen Zugriff ermöglichen können auf die Daten, schnelle Trefferanzeige und vielleicht auch gar nicht auf so einen Solar-Suchdienst angewiesen sind. Gut, das erstmal zu diesen Suchen, die wir in MapBender zur Verfügung stellen. Das nächste, was ich jetzt beschreiben möchte, ist die Datenerfassung mit MapBender 3. Die liegt ab der 3.0.5.0er-Version seit dem letzten Jahr im Juli vor und ermöglicht uns die Datenerfassung über SQL.
Im AppBanner 2 sind wir immer den Weg über WFS gegangen. Der stand noch dazwischen. Jetzt mit dem AppBanner 3 haben wir vorerst als erstes implementiert, dass man direkt über SQL auf die Datenbank gehen kann. Auch hier ist es so, wie wir das eben gesehen haben beim Search-Shooter, dass die Konfiguration über YAML erfolgt. Und auch hier haben wir in der Doku ein paar Beispiele, sodass man sich die Funktionalität herleiten kann. Hier sehen wir mal, wie so eine Digitalisierung aussehen kann. Wir haben die Objekte, die wir schon erfasst haben. Die haben wir hier seitlich, können wir die in so einer Trefferliste quasi ausgeben lassen. Wir haben hier verschiedene Digitalisierthemen, die wir pro Oberfläche bereitstellen können, je nachdem, wie wir es konfigurieren. Wir können hier, da gehe ich gleich noch ein, verschiedene Konfigurationen durchführen und vor allen Dingen, was wir sehen, nach der Eingabe von der Geometrie, die habe ich jetzt hier platziert, kann ich ein Formular öffnen, kann hier Sachdaten eingeben und dieses Formular kann recht komplex werden. Das kann ich in YAML definieren, wie dieses Formular aussehen soll und entsprechend generiert der MapBanner das dann, wenn ich die Anwendung öffne. Ich möchte jetzt die einzelnen Bereiche, die wir da stylen können über YAML, hier einmal vorstellen. Wir haben die Tabellenansicht, die wir eben links gesehen haben. Da tauchen quasi alle Treffer auf. Die kann ich entsprechend definieren, wie die aussehen soll. Da kann ich auch zum Beispiel definieren, dass ich nur die Objekte des aktuellen Ausschnitts anzeigen möchte. Dann kann ich schon in die Karte rein navigieren und sehe dann wirklich nur die Objekte, die sich gerade dort befinden. Wenn ich die Checkbox deaktiviere, werden alle Objekte angezeigt. Ich kann in den Daten blättern. Ich kann hier definieren, welche Spalten ich ausgeben möchte, wie breit der Bereich sein soll, den die hier einnehmen sollen. Und je nachdem, wie ich das konfiguriert habe, kann ich Datenerfassung oder Löschen von Objekten hier zulassen. Ich könnte auch noch hier so ein Suchfeld eingeben, das ist jetzt bei dem Screenshot nicht, und könnte dann auch noch in meinen Daten suchen, sodass ich vielleicht, wenn mich was Bestimmtes interessiert, dann direkt da den Treffer bekomme. Für die Datenerfassung haben wir verschiedene Tools zur Verfügung stehen. Die beziehen sich erstmal auf den Geometrietyp, also Punkte. Bei Punkten gibt es vielleicht andere Tools als bei Flächen. Und hier sehen wir mal so eine Liste, wie diese Tools heißen. Die kann ich pro Thema, das ich erfassen möchte, aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich jetzt Punkte zeichnen möchte, dann brauche ich Draw Point. Vielleicht möchte ich den verschieben, den Punkt. Dann könnte ich noch Move Feature machen. Und wenn ich möchte, dass die Leute den auch löschen können, könnte ich hier Remove. Nee, könnte ich. Ups, ach, habe ich hier gar nicht dran. Gut, aber da kann ich mich entscheiden und überlegen, was möchte ich anbieten in der Oberfläche und entsprechend hier die Tools aktivieren. Hier sehen wir mal ein Beispiel, wo ganz viele Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Das ist eine Demo, in der ich Flächen zeichnen kann und wir sehen, wir können hier Ellipsen und Kreise definieren. Ich kann auch Donuts definieren, indem ich so ein bestehendes Objekt dann mit weiteren Objekten dann verschneide und habe hier ganz viele Möglichkeiten, dann Objekte zu generieren. Jetzt ein Blick mal zum Formular. Das liegt mir noch mal mehr am Herzen als das Datenerfassen. Oft ist es in Projekten so, dass ich ganz einfache Objekte generieren möchte, aber das Formular, die Sachdaten, die ich eingeben möchte, sie sind viel komplexer und da möchte ich viel mehr haben. Hier sieht man mal, wie so ein Formular aussehen kann und ich habe hier eine Liste an den Funktionalitäten, die man da nutzen kann. Wir können Textfelder, Text-Areas generieren, wir können Checkboxen generieren, wir können Selectboxen erzeugen und diese Selectboxen kann ich in der Konfiguration entweder fest definieren oder ich kann auch sagen, hol dir die Straßennamen beispielsweise aus einer anderen Tabelle, auf die ich dann in der Definition verweise. Wir haben hier so einen Date-Picker, den wir definieren können. Wir können Reiter definieren, das sehen wir gleich noch im nächsten Screenshot. Und wir können hier solche Gruppierungen durchführen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Spalten, die dahinter stehen, verschiedene Inputfelder definiert und kann denen genau sagen, okay, das eine soll vielleicht 30% haben, das andere auch nochmal 30 und das hier vielleicht 60% oder so. Oder ne, kann denen genau sagen, wie viel da jedes Feld zur Verfügung gestellt bekommen soll. Dann kann ich hier solche Trennlinien zur Strukturierung definieren. Und wir sehen hier Felder, die haben so eine weiße, orange oder gelbe Umrandung. Das sind Pflichtfelder. Diese Felder müssen gefüllt sein, sonst kann so ein Datensatz nicht abgespeichert werden.
Aha. So. Gut, hier sind noch mal mehr. Das ist noch mal eine zweite Seite zum Formular. Ich kann auch einfache Texte definieren. Das ist jetzt leider in diesem Formular jetzt nicht der Fall gewesen. Ich kann auch aus meinen Daten Texte herausziehen und dann nur als Labels hier platzieren. Ich kann Hilfetexte generieren. Diese Pflichtfelder hatte ich schon angesprochen. Datei-Upload kann ich ermöglichen, eine Bildanzeige. Und ich kann über reguläre Ausdrücke zum Beispiel prüfen, dass bei einer E-Mail auch wirklich eine E-Mail drinsteht und nicht irgendein Quatsch. Hier sehen wir mal so eine Erfassungsoberfläche in Aktion. Das ist ein Baumkataster. Und da haben wir diesen Bereich, in dem wir quasi die Daten auswählen können, haben dann sehr komplexe Formulare, die wir bedienen müssen. Ups. Und da sieht man, haben wir hier viele Reiter oben. Also der Mitarbeiter muss da zu verschiedenen Themen Eingaben machen. Der muss sehr viele Reiter füllen. Wir haben hier auch diese Strukturierung sehr, sehr komplex aufgebaut. Und sehen hier zum Beispiel auch so Hilfetexte, die definiert wurden, die dann, wenn man mit der Maus darüber geht, auch angezeigt werden. Wenn ich ein Pflichtfeld nicht fülle, kann ich auch so einen Mandatory-Text definieren. Der erscheint dann, wenn ich so ein Pflichtfeld nicht gefüllt habe, kann ich eine Aufforderung definieren, die dann erscheint. Hier dieser Date-Picker nochmal in Aktion, die Checkboxen, die ich definieren kann, dann mal so ein Bild-Upload und auch die Bildanzeige. Wenn ich auf das Bild klicke, wird das vergrößert, sodass ich nochmal eine größere Ansicht habe. Und ja, dieses Formular ist von dem Baumkontrolleur. Der kann Pflegemaßnahmen definieren. Das Pflegeteam kriegt dann hier solche Aufträge. Da steckt eine Tabelle drin, in der die Aufträge sind und das Datumsfeld ist leer mit dem Erledigt-Tag. Sobald der Mitarbeiter sagt, okay, er hat hier diese Totholzbeseitigung durchgeführt und zwar am heutigen Tag, dann wird dieser Datensatz auf Erledigt gesetzt und wird dann aus dieser Liste dann auch entfernt, weil das dann als Pflegeauftrag nicht mehr aktiv ist. Nochmal ein Blick hinter die Kulissen. Dieses Tabellenformular, was wir gesehen haben, was die Datensätze anzeigt, da sehen wir die YAML-Definition. Wir können hier definieren, welche Spalten verwendet werden sollen, wie die benannt werden sollen und welche Breite die entsprechend CSS dann zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Hier die Konfiguration mal für so eine Select-Box. Type Select, der Titel, das ist das, was hier oben dann angezeigt wird. Und da könnte ich entsprechend fest definieren, welche Werte ich anbieten möchte. Oder ich hole mir die dynamisch aus einer anderen Tabelle in der Datenbank. Genau, hier sieht man mal ein Pflichtfeld, Mandatory True. Die Spalte in der Datenbank, in der Tabelle, auf die sich das immer bezieht, die wird hier immer mit Name angegeben. Und wenn jemand dieses Feld nicht füllt, dann erscheint hier dieser Mandatory Text. Und vorher kann man sich über den Hilfetext informieren. Type Breakline, um so eine Trennlinie zu generieren. Also für jedes Objekt, was man haben möchte, gibt es so eine Beschreibung, was da alles möglich ist für die einzelnen Typen. Und entsprechend kann man sich da ein Formular generieren. Hier sieht man nochmal, wie die verschiedenen Toolsets eingebaut werden können, damit man hier verschiedene Funktionalität zur Verfügung stellt. Und jetzt möchte ich noch ein paar neue Sachen vorstellen in den letzten 2 Minuten. Woran wir gerade gearbeitet haben, was Neues im Digitizer ist das Clustering. Wenn man jetzt sehr viele Daten hat, kann man auch sagen, in der Startansicht möchte ich die Daten nicht alle sehen, sondern ich möchte die geclustert anzeigen. Da kann ich verschiedene Maßstabsstufen definieren und dann entsprechend die Daten zusammenfassen. Und ab einem bestimmten Maßstab werden dann die Objekte wieder selbst gezeigt. Dann haben wir ein Kontextmenü, was man ein- und ausschalten kann. Wenn ich das nutze, dann kann ich zum Objekt zoomen, ich kann direkt das Formular öffnen, ich kann das löschen, je nachdem, was ich dort im Kontextmenü aktiviert habe. Was Neues sind auch noch Events, die wir setzen können. Oft haben wir die Anforderung, dass Daten vielleicht benutzerabhängig gespeichert werden sollen. Der Benutzer soll aber nicht jedes Mal seinen Namen auswählen oder eintippen. Und da kann man solche Events, die hier aufgeführt sind, definieren und kann sagen, also vor dem Speichern hol dir mal bitte den Username von dem eingeloggten Benutzer, der gerade im MapBender arbeitet und schreib den in die Spalte Username, die wir hier oben sehen. Oder hol dir das Datum, das aktuelle, und schreib das in Modification Date, was hier diese Spalte ist. Dann
Eine Minute habe ich vielleicht noch. Können wir auch Daten ohne Geometrie erfassen? Beim Baumkataster war es auch wichtig, dass wir Baumarten, neue Baumarten eingeben können. Bisher konnten wir nur Daten mit Geometrien erfassen. Und jetzt können wir im ähnlichen Stil, wie der Digitizer das macht, auch Sachdaten erfassen. Baumarten, Firmen, Bearbeiter, Hobbys. Hier jetzt mal aus der Doku so eine Beschreibung für die Erfassung von Hobbys. Die Sachdaten kann ich auch im Digitizer hier mit einbinden. Ich könnte auch an diese Select-Box noch so einen Edit-Button machen und sagen, hier über diesen Button wird das Formular geöffnet und ich kann jetzt hier ein neues Hobby eingeben oder einen neuen Bearbeiter, eine neue Baumart und dann taucht ihr auch hier bei der Erfassung dann auf. Das könnte ich auch anbieten. Dann gibt es noch was Schönes, das hat mit der, ich bin gleich fertig, mit der Such- und dem Digitizer nicht so viel zu tun. Das habe ich in einem Projekt umgesetzt. Da geht es um Informationen, die Leute möchten ja auch wissen, was haben sie für Daten, die möchten gerne wissen, wie viele schadhafte Bäume habe ich, wie sehen denn meine Daten aus. Da kann ich so eine Tabelle definieren im AppBender, kann mir dort Abfragen definieren, was interessiert mich, welche Frage. Den Abfragen gebe ich einen Titel, entsprechend kann ich die hier jetzt einblenden in meiner Oberfläche und kann sagen, okay, in der HTML-Ansicht kann ich mir das Ganze anschauen oder ich lade mir das als Excel-Liste runter und so kann der Mitarbeiter immer, wenn er möchte, sich einen Überblick über die Daten ermöglichen. Viele arbeiten nicht mit dem PG-Admin oder mit der Datenbank direkt, die möchten sich da so einen kleinen Auszug aus den Daten gerne mal holen. Die Infos stehen alle in der MacBender-Dokumentation. Wer das mal ausprobieren möchte, die Digitize-Demo, da haben wir hier einen Link. Man kann sich auch anhand der Dokumentation ganz einfach so eine Digitalisieroberfläche zusammenstellen. Und hier habe ich noch mal ein paar Folien mit allgemeinen Links und noch mal der Hinweis, alle, die es interessiert, wir sind im August in Bonn auf der Phosphogy. Da sind wir auch mit dem MapBender-Team auf dem CodeSprint vertreten. Wer da gerne auch mit uns zusammenarbeiten möchte oder sich austauschen möchte, kann gerne da zum CodeSprint nach Bonn kommen und ist herzlich eingeladen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat Lust auf Suchen im MapBender und Datenerfassung im MapBender gemacht. Und ja, jetzt bin ich noch offen für Fragen. Super Talk, macht tatsächlich Lust, da nochmal reinzugucken. Ich hätte eine Frage zu diesem Editieren, was du gesagt hast. Das Formular kann ich quasi per YAML konfigurieren. Ja. Und wie hilft mir der MapBender das Backend quasi, also davon, dass es wirklich auch gespeichert wird und in welche Tabelle es landet? Oder wird der WMS-System benutzt? Achso, kam das nicht so ganz rüber? Also mir war es nicht klar. Achso, genau, also der Marc hat gerade nochmal die Frage gestellt, wir haben ja gerade gesehen, wie der Digitizer konfiguriert wird und wie wird jetzt im MapBender gewährleistet, dass die Daten in der richtigen Spalte in der Datenbank landen und entsprechend, ob da WFS-T noch beteiligt ist oder nicht. Ne? Gut, ich springe da mal kurz. In die Doku. So, es ist nämlich so, dass wir eben, habt ihr es schon gesehen, über die Name-Spalte. Moment, ich muss mal gerade hinspringen. So, bisher kann der Digitizer nur SQL. Und eben wie bei diesem Search-Router haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, in welcher Datenbank sollen die Daten, also liegen die Daten. Da gibt es im MapBender die Möglichkeit, so eine Konfiguration zu machen. Ich überlege mir so einen Namen, so einen Platzhalter und in einer anderen Datei definiere ich die Zugangsdaten. Ja, das reicht ja nicht, hier nur so einen Namen anzugeben. Ich muss ja auch sagen, welcher Port, auf welchem Server liegt die Datenbank, mit welchem Benutzer kann ich da drauf gehen. Und entsprechend wird das in einer anderen Datei definiert, in der Parameters-YAML. Und hier kann ich dann über den Namen drauf zugreifen. Die Tabelle, in der die ganzen Daten nachher landen, das ist hier diese POI-Tabelle. Hier wird gerade die ganze Tabelle eingebunden. Wir hatten eben diese Pflegemaßnahmen gesehen, da hatte ich noch einen Filter definiert. Da habe ich gesagt, wo kein Erledigdatum drinsteht, die möchte ich anzeigen. In diesem Fall werden alle Daten angezeigt. Ja, und das kann ich jetzt hier entsprechend definieren. Und weiter unten wird das Formular definiert. Und da kann ich sagen, okay, die Spalte Name, das soll ein Inputfeld sein. Oder hier diese Spalte Title,
Das ist auch ein Inputfeld, ein Pflichtfeld. Also da kann ich jede Tabellenspalte aus dieser Tabelle POI dann darauf referenzieren. Ich muss nicht alle definieren, ich kann auch nur ein paar Felder füllen, aber das ist jetzt hier an dieser Stelle. Genau. Und welche, genau, vielleicht hast du, das hatte ich auch, glaube ich, jetzt hier beim Digitizer nicht als Screenshot, welche Geometrie es dann ist, das wird hier auch definiert und in welcher Projektion die Daten vorliegen, das muss ich ja auch noch einmal definieren. In der Doku haben wir es so gemacht, dass, also ich mache nochmal Werbung für die Doku, weil da haben wir jetzt drei Tabellen definiert, Punkte, Linien, Flächen, die kann man sich einmal über so ein Create-Table dann anlegen und findet hier oben dann entsprechend die YAML-Definition, um so eine Digitalisierung dann ganz leicht aufzubauen. Ja? Und das kann man dann abstrahieren auf die eigenen Daten und entsprechend das Formular dann anpassen. Achso, okay. Wie muss ich mir denn den Arbeitsvorgang vorstellen? Dann gibt es ja, wenn ich dieses YAML schreibe, so ein, was ist eine Live-Preview oder ist das geplant oder schreibe ich das YAML und muss das dann bei den Webpanel neu aufrufen? Ja, ja. Genau, also ich mache mir meistens zwei Reiter auf, schreibe die YAML-Definition, dann speichere ich das und rufe dann den Webpanel auf und schaue, ob das Formular meinen Ansprüchen entspricht. Wenn ich mich vertippt habe, nutze ich noch YAML-Lint, das ist ein Validator. Und natürlich haben wir schon darüber diskutiert, dass es, wir wollen ja, dass keiner Code schreibt, aber hier bei der Suche und bei dem Digitizer gehen wir ja quasi so ein bisschen davon weg. Das ist schon mal, muss man sich erstmal so ein bisschen eindenken, wo wir schon darüber diskutiert haben, da vielleicht auch so ein Editor oder nee, so ein grafisches Frontend dafür definieren zu können. Aber im Moment ist es so, man schreibt es, dann ruft man die Anwendung auf und testet, ob es dann dem entspricht. Vielleicht habe ich es verstanden, Frage, kann der Webpanel auch Abfragen über mehrere relational verknüpfte Tabellen behandeln oder wenigstens Ergebnisse messen? Ja, also die Frage ist, ob der Mapbender auch Abfragen über mehrere relationale Tabellen verwalten kann oder listen kann. Interessiert Sie da die Suche oder interessiert die Sie Suche, da? Ja, Suche. Genau. Also ich habe eine Datenbank, eine ESRefactor-Database, die sehr attributlastig ist, wo ich sozusagen die dazugehörigen Geo-Objekte über meistens attributelle Abfragen herauszufinden habe. Ja, da stoßt man scheinbar mit den ESRO Relationship Classes in der entsprechenden Internet-webbasierten Anwendung heute halt noch Limitationen. Ja, also der Weg, den Sie gehen würden, wäre über Abfragen in Ihrem Fall. Sie würden sich Views erstellen und in diesem View müsste auf jeden Fall die Geometrie drin sein und eine eindeutige ID. Und dann könnten Sie in dem Search Router entsprechend Ihren View angeben und dann auf den Daten suchen. Und Sie haben ja gesehen, dieser Search Router ist sehr flexibel. Sie könnten dann überlegen, welche Attribute wollen Sie für die Suche dann bereitstellen, welche Attribute wollen Sie als Treffer bereitstellen und entsprechend können Sie Ihre YAML-Definition erzeugen. Ist die Suche bei T-Search in PostgreSQL genauso mächtig wie die Säulensuche? Ja, eine gute Frage. Also der Manfred Bierlam fragt gerade, ob die Suche über T-Search genauso mächtig ist wie die Suche über Solr. Wir haben uns jetzt erst seit Neuestem mit diesem Full-Text-Search auseinandergesetzt. Im Solr gibt es Stop-Words, da gibt es Facetten, da gibt es alles Mögliche, was man nutzen kann. Und da sind wir gerade erst dabei, uns tiefer mit zu beschäftigen. Ja, das haben wir vor einem Monat beim CodeSpin im Bolsena als erstes mal uns angeschaut. Und da genau wird sicherlich noch über die Mailingliste demnächst nochmal neuer Input kommen, aber das ist sicherlich was, was recht interessant ist, oder? Das war's bis jetzt. Gut, ja, dann danke.